Wir stellen Ihnen die erste und einzige Wallet im Smart-Netzwerk vor, die Smart Wallet. Das ist eine moderne, benutzerfreundliche und sichere Kryptowährungswallet, mit der man viele verschiedene Kryptowährungen an einem Ort aufbewahren und leicht verwalten kann. Der Hauptvorteil der Smart Wallet besteht darin, dass man in einer App eine unbegrenzte Anzahl von Wallets erstellen kann. Man muss nicht mehr Dutzende von Wallets erstellen. Alle populären Kryptowährungen sind bereits in der Smart Wallet verfügbar. In diesem Video machen wir Sie mit der Benutzeroberfläche und den Funktionen der Smart Wallet vertraut. Das Hauptmenü der App befindet sich im unteren Teil des Bildschirms. Das Menü enthält drei Punkte, die wir hier von links nach rechts angeben: Wallet, QR-Code, Einstellungen. Wir wollen nun auf jeden dieser Punkte der Reihe nach näher eingehen. Auf dem Hauptbildschirm befindet sich das Widget Ihrer Wallet mit dem Gesamtguthaben in US-Dollar. Unter dem Widget sehen Sie die Karten der Kryptowährungen, die in der Wallet vorhanden sind, deren Betrag ebenso angezeigt wird. Um eine neue Kryptowährung in die bei Ihnen bereits vorhandene Wallet hinzuzufügen, klicken Sie auf Add Asset auf dem Hauptwidget. Daraufhin öffnet sich ein Fenster mit den aktuell verfügbaren Kryptowährungen. Klicken Sie auf die Wallet-Karte, um die Kryptowährung zu erhalten und zu versenden. Wenn Sie die Kryptowährung an Ihrer Wallet erhalten wollen, klicken Sie auf Receive. Es öffnet sich ein QR-Code, von dem Sie einen Screenshot machen und an die Person senden können, von der die Transaktion erwartet wird, sowie die Adresse, die Sie durch Klicken auf das Kopiersymbol kopieren können. Um Kryptowährungen zu versenden, klicken Sie auf Send. In das geöffnete Fenster müssen Sie die zu versendende Summe sowie die Adresse eingeben. Sie können die Kryptowährung auch versenden, indem Sie den QR-Code einscannen. Die Wallet kann einen eigenen Namen erhalten und jederzeit umbenannt werden. Außerdem können Sie die Abfolge der Wallets in der Anzeige wechseln. Mehr über die Einfügung einer neuen Wallet erzählen wir im Abschnitt Einstellungen. Der zweite Punkt im Menü ist der QR-Code. Dadurch können Sie schnell und bequem Transaktionen vornehmen, indem Sie ganz einfach die Kamera auf den QR-Code richten. Der letzte Abschnitt in der App Smart Wallet sind die Einstellungen. Der wichtigste Teil in den Einstellungen heißt My Wallets. Gerade hier können Sie neue Wallets hinzufügen. Um eine neue Wallet hinzuzufügen, klicken Sie auf Add Wallet. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die bereits bestehende Wallet importieren können, indem Sie auf Restore Wallet klicken, sowie können Sie hier eine neue einzigartige Wallet erstellen, wenn Sie auf Create New Wallet klicken. Im Bereich PIN Code können Sie eine PIN eingeben oder deaktivieren und unter Change PIN lässt sie sich ändern. In der Rubrik Face ID, Touch ID ist es möglich, die Bestätigung durch Gesichtserkennung oder des Fingerabdrucks zu schalten, um mehr Sicherheit zu bekommen. Unter Transaction Confirmation können Sie eine Bestätigung der Transaktion einrichten. Im Abschnitt Dark Mode können Sie zwischen hellem und dunklem Hintergrund der App hin und her wechseln. Machen Sie sich schon jetzt mit der Smart Wallet vertraut. Eine APK-Version für Android 8 Plus ist schon jetzt zum Herunterladen unter smartwallet.com verfügbar.